So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Battle. Natürlich wieder mit dem Silas. Tag. Nachdem wir beim letzten Mal im Motorsport gefahren sind, mit einem, was war das, Golf war das und was noch? Golf 7 gegen 2015er WRX STI. Genau. Heute wieder auch in die Klasse der Hot Hatches oder der Kleinwagen. Zwar fahre ich hier einen Vauxhall Corsa Volksair von 2016. Oder quasi Opel Corsa OPC. Und Silas, was fährst du? Ein Renault Clio RS 200. Oh, nettes Teil, ne? Also Clio. Muss sagen, von den beiden würde ich sogar den Clio lieber nehmen. Ja, ich auch. Ich finde den alten Corsa schöner als den neuen. Du fährst ja auch persönlich den alten Corsa. Was? Wer hat das dann gesagt? Das ist doch eine Behauptung hier. Also, das hat mir nicht gefallen. Natürlich geht's hier los mit dem Drag Race. Hat richtig geil Frontantrieb. Das wird Spaß. Ich will diesmal auch wenigstens Punkte holen. Jetzt geht's sogar gewinnen. Points. Ich meine, einen guten Vauxhall oder Opel. Opel Corsa OPC. Lieber Fabian, du als Opel-Fan, Opel-Fanboy und Opel-Fahrer, was bedeutet das, liebe OPC? Opel Performance irgendwas? Cup? Keine Ahnung. Das kann sein. Ich weiß es selber nicht. Oh, das kommt, da weiß ich aber nicht. Ich habe aber kein OPC, ne? Also muss ich das auch nicht Nee, wissen. aber du fährst aber Opel. Ja, aber ich würde es aber auch nicht sagen, dass ich ein Opel-Fanboy bin. Weil meine ganze Familie fährt ein Opel eigentlich. Du bist kein Opel Fanboy, du bist ein Opel Family Mein, Boy. meine Eltern fahren immer noch ein Opel, also meine Mutter, meine Oma zumindest. Mein Vater, ich glaube, der fuhr auch ein Opel. Das erste oder meines Bruders war ein Opel. Also, mein erstes auch. Okay, ciao. Tja, und du hast DSG, ich habe das bessere Auto. Ich fahre einen Franzose, was erwartest du? Ja, Bugatti. Ja, am Ende des Drag Race muss ich in meine Werkstatt. Ich würde sagen, das ist deutlich, oder? Ein bisschen. Ich sehe dich auf der Karte gar nicht Wie mehr. Das viel Dämpfen KW kannst. hast du? Fängt Wie schon mal viel gut an, KW finde hast ich. du? Ich habe sogar einen Punkt weniger als du. Wie viel KW hast du? Ich glaube 240, 250. 50 KW mehr. Wie viel hast du denn? 197. Oh. Diesmal wollte ich mehr Ja, Leistung ich. haben. Ist gar nicht gut. Da guckst du in die Wäsche, ne? Da gucke ich richtig in die Wäsche. Naja, easy. Denn als nächstes folgt. Oh, bist du krank? Ja. Jetzt folgt denn also der Blems-Test. So, wir machen jetzt 200 auf 0. Ich wollte, dass ich da auch gewinne. Also beim Fahren, beim Testen waren die Bremsen, die waren schon ziemlich gut. Ich habe die besseren Reifen. Oh, im vierten Gang fahre ich exakt 200. Gewonnen! Warte. Gewonnen. Also ich stand. Nee, Einer, also pass ich stehe auf, weiter guck. hinten als du. Ich stand schon vor dem Blitzer. Bevor ich Stand angefangen hier, auf die ja. Bremse, Stand vor war mir, ich alles also schon. ich hatte den zweiten Punkt. Nein. Schon mal 2-0 finde ich schon mal ganz gut eigentlich. Das kann sich schon mal im Dein nächsten Top Punkt Speed. entscheiden. Und das gewinnst du auch. Wie kommst du darauf? Und fahr jetzt von hier hinten an. Bei Wheel Ich Spin brauche den Anlauf. doch. Ich brauche den Anlauf. Let's Ne, go. wir fahren wieder von da vorne los. Nein. Oder wollen wir jetzt direkt durchfahren? Ja, komm, fahr durch. Komm, wir fahren jetzt direkt durch. Damit du noch so halbwegs an mich reinkommen kannst, oder wie? Dass es nicht ganz so blamabel wird. Ja, so minimal. Komm schon. Ich zünd dein Nitro. Furzt einmal richtig hart. In den Motorraum. Ja, bitte, er verbrennt. Verbrennt. Bitte, er verbrannt.
Genauso wie ein Luft-Benzin-Gemisch, das wird auch einfach nur verbrannt. Halt nur stinkige Luft und Benzin. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Muss nicht sein. Aber mein Top-Suit ist gar nicht mal so geil. Meine auch nicht. Kannst sogar vielleicht du gewinnen. Ich fahre exakt. Ne, ja, ihr wart jetzt noch schneller. Okay, warte. Ich muss ja mal umrechnen. Oh, ich muss es rechnen. Okay. Ich fahre exakt 27 km/h schneller, als mein E36 schaffen würde. Ich weiß aber nicht, was der ist. Es war nicht knapp, dass er. Oh, ja, aber. Das Speed für den Corsa, also. Muss sagen. 28 km/h schneller als mein E36, Bitch. 1 km/h habe ich noch rausgeholt. Wollen wir schon auflösen? Ja, mein E36 fährt 230. Also 268? Ne, 48. Ja. 58, hä? Brat doof irgendwie. 28 km/h von 30. 58. Richtig. Das, ne? Ich habe Mathe-Leistungskurs gehabt beim Abi. Merkt man nicht. Aber denkst du, wir haben mal im Kopf gerechnet? Meistens mit Taschenrechner halt, ne? Ist ehrlich. Ich war halt ein bisschen schneller als 2,75. Ist für den Corsa auch gar nicht mal so gut, ja, hast recht. Das ist mehr, als 100 km/h schneller als meiner. Du fährst auch kein OPC. Das stimmt. Und du kein Clio. Ja, Gott sei Dank. Und noch kein E36. Ja, der kommt das am 28. Weil heute ist immer noch. Der, was habe ich eben gesagt? 9. Der 9. Genau wie in dem Video vor 2 Wochen. Warte mal, in 2 Wochen ist der 14. Nee, das ist, wenn das Video rauskommt. Nee, warte mal. Noch später raus. Wenn dieses Video draußen ist, habe ich mein Auto sogar schon. Weißt du, ob man das Video rauskommt? Das weißt du doch gar nicht. Das kannst du gar nicht wissen. Ach nee, du machst das. Ah, schon, das vielleicht hier. Ja, nee. Na, entweder mach ich das einmal die Woche oder zweimal die Woche, Kabel. Ja, wenn es zweimal die Woche ist, dann nicht. Wenn es einmal in der Woche ist, dann habe ich das Auto bis dann schon. Wir machen wieder 4 Runden, ne? Ohne Scheiß, das Auto war so schwer zu finden. Es gibt zwar, nach den Suchkriterien, die ich gesucht habe, wegen Leistung und Kilometerstand vor allem, habe ich, glaube ich, im Umkreis von 200 Kilometern von meinem Wohnort aus 28 Autos gefunden. Davon waren 10 Scheiße, 8 waren, und so, die aus mir gefallen haben, die wirklich noch gut waren, nicht verrostet waren, das waren 3 oder 4 Stück. Und den ersten, den ich mir angeguckt habe, das war einfach der Beste. Der hatte kaum Rost, hat eine kleine Roststelle, die aber so klein ist, dass man die nur beheben kann. So ansonsten klein wie alles der. Alles klein. Alles geil. Neue Batterie. Easy. Wie viel Leistung hast du denn? Das war ausschlaggebend. Neue Batterie. 116. Und Kilometer? 146. Das ist der 316i E36, das ist der Vierzylinder, 1,6 Liter, also der kleine Motor. Der Vorbesitzer hat aber einen Luftfilter drauf gemacht. Der sage und schreibe ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel genau, ich glaube, der Serie hat 102. What? Alter. So. Serie hatte 102 kW. Das hat dann ein bisschen mehr. Nein, 102 aber ich mache auch ein bisschen was drauf. Wie viel hat denn dein Corsa? 64? 80. 68? PS. Oh! Fabian! 80 PS vorne an. Oh Gott. Aber wieso gehen meine so quer, Alter? Oh. Verstehe ich überhaupt nicht. Eine Reifenverbesserung. Aber ich muss sagen, als ich die Karre Probe gefahren bin, die Karre, ich bin schon mal ein Auto gefahren mit 200 PS und der E36 fühlt sich schneller an. Das ist bitter. Hey, wieso geht meiner so quer, Alter? Hä? Ja, weil das Heck zu leicht ist. Das haben viele, das hat der Mini auch. Nee, aber richtig quer. Nicht nur so ein bisschen rutschen, also wirklich. Ja, ja, das hat der Mini auch. Ich glaube, es kann sogar sein. Ich meine, ich habe sogar den Corsa mal auf Heckantrieb umgebaut. So, Spaß. Ich glaube, das ist der gleiche Wagen. Bist du dann beim Drag Race quer gekommen? Beim Anfang? Ja, der Wheelspin klar, aber quer nicht wirklich. Ich nicht.
Ich hab's eben erst aufgefallen. Das ist so mega scheiße fährt. Mit der Leistung. Warum baut man einen fucking Quad auf Hackertrieb um? Was war der Hintergedanke dabei? Das sieht gerade nach Hackertrieb aus, ja, muss ich ja mal sagen. Mal anbremsen. Warte. Kann ich die nächsten Kurve machen? Halt, an sich nur so bremsen reicht auch. Weil ich komme da ziemlich scheiße quer. Jetzt nimm mal Handbremse und dann lenk mal gegen im Drift. Und gib dabei Gas. Nein, oh. Schnell. Hier, guck mal. Fällt aber von Absicht, ne? Das ist ein bisschen provoziert. Ja, guck mal, jetzt ist hier runter sowieso scheiße, machen wir einen Donut. Ich glaube, ich echt kein Trieb bei dem Ding. Oh, Vater. Damit habe ich ja gewonnen. Du hast etwas Verbotenes getan. Wer hat das gesagt, dass das verboten ist? Das wissen die Zuschauer noch gar nicht. Das würde erklären, warum du Topspeed und so gewonnen hast. Weil der ganze Trieb einfach überpowered ist. Tja. Ja, gut. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich hab Vordertrieb, halt nur wenn man das Auto von hinten sieht. Nicht von vorne. Dann machen wir nach dem Rennen einfach Handbremse, Gas, fertig. Das lassen wir jetzt einfach so. War ja wirklich nicht gewollt, das habe ich einfach nur nicht mitbekommen. Das ist einfach ein Antrieb war. Oh, das ist peinlich, Fabian. Glaub mir ist nichts peinlich auf dem Channel eigentlich. Ich hab schon so viel Bullshit gemacht, so peinlich waren. Hab ich mal so viel Scheiße gelabert. Und Fails gemacht. Wow, wow. Wap, wap. Da, da, die, da, da. Wap. Wap, wap. Da muss man wieder arbeiten. Jetzt mal auf Rundstrecke, das fährt sich ziemlich scheiße. Woran das wohl liegen kann? Vielleicht, weil ich keinen Beifahrer habe. Genau. Da dieses Auto nicht mehr im Gleichgewicht. Vor allem diese gewisse Lehrerin. Das Auto, Digga, wenn die alleine im Auto ist, das Auto kippt um zur Seite. Also, mit der Leistung sehr scheiße. Ja gut, ich habe ein wenig gefailt. Ach, das hält auch bestimmt kein Zuschauer auf. Bis wo ich es selber gesagt habe. Bestimmt nicht. Nachricht von Tom, juckt mich nicht. Rundenzeit, ich würde sagen, war knapp. Ja. Ich habe nicht hingeguckt. Sekunden. Fast. Ich habe nicht hingeguckt. Habe ich gewonnen? Oder so. Habe ich gewonnen. Ja, das ist knapp geworden mit 5 Sekunden Vorsprung oder so. Oh, cool. Cool. Wie ein Zufall. Cool. Dann machen wir Donut hier. Bei nächster Gelegenheit wenden. Warte. Oh ja, Heckantrieb. Oh ja. Aber sowas von Heckantrieb. Mit meinem Clio. Eo. Eo. Das ist alles nur. Eo. Eo. Ich mach ein Deo. Yes. Das ist neuer Song. Eo, Deo. Deo, Eo. Strandsplitze. Weed. Mit zwei Frontantriebautos. Deo, du. Wir sind eine Serie, ja. Vor allem dein Auto ist jünger, sieht aber älter aus als der Clio. Finde ich. Die sieht einfach scheiße aus, meiner Meinung nach. Nichts gegen Opel, aber. Quasar, es gibt aber keinen schönen Quasar. Der existiert genau, nicht. Genau, so was ich in den Kommentaren irgendwie irgendeinen Marken hast oder so, das und das ist scheiße, das ist viel besser. Ich hab ja keinen Markenhass. Ich sag ja nur, das Auto sieht scheiße aus. Na, außer ich habe mein Geschmack. Es gibt auch Leute, die finden einen E36 hässlich. Kann ich mitleben. Akzeptiere ich, verstehe ich zwar nicht, aber akzeptiere ich. Soll ich Leute gar nicht direkt umbringen? Nein, Spaß.
Jeder darf eine eigene Meinung haben. Außer Leute, die was gegen E36 haben. Außer Frauen, Schwarze und Nazis. Und sich auch seiner natürlich, ne? Genau, und Ausländer. Und diese Religion, die man gerade anfängt. Juden? Nein, das Jestentum, weißt du? Was? Oh Gott! Was tust du? Ich hab keine Ahnung. Ja, das merke ich. Ja, noch von Forza habe, ja, was erwartest du? Schöner Drift. Ja, immerhin, ne? Mit einem Corsa. Wer kann schon behaupten, ich bin ein Corsa gedriftet? Ich. Ist der jetzt Race oder Rage? Nee, das ist ein C. Muss in die Drohne gehen, dann siehst du das auch. Road Race. Wobei Road, nee, Road Race ist auf YouTube ein bisschen. Der Straßenreis. Road Race. Wow. Kennt ihn nicht. Die ganzen Fickautos sind überall, ey, das sieht mich voll auf. Die ganzen Fickautos. Wird hier bloß hingestellt. Ja, Idiot. Warum fährt man hier diesen Schlenker? Kann man nicht geradeaus durchfahren? Die Autos sind schon langsam genug. Das bleibt alles so, wie es ist. Wir hätten hier auf R. Was für eine R ist Motorsport. Auf X aufbauen sollen. Vielleicht hast du dann vorzugsweise die R-Klasse. Oh! Die Riser-Klasse, Junge. Was los? Könntest du mit deinem Corsa direkt antreten? Ja. Der ganz lieb. Junge. Also quer kommt das schon ordentlich. Nein, da muss ich hier links, ich muss hier links. Scheiße. Oh, ich mach ihn hinterher. Nee. Langfahren. Sieder 36 hat Tourette. 36? Natürlich. Junge, dazu filmen wir noch um 15 Jahre. Oh, jetzt können die ausreichen, wie alt ich bin. Scheiß Autos, ey. Sieht mich voll auf. Oh, mein Handgelenk juckt. Das ist kein geiles Gefühl. Da musst du weniger wichsen. Ich hab da ein neues Tattoo bekommen, das heilt. Und dann juckt das. Ich muss sagen, war ein Fotofinish. Auf jeden Fall. Von den Punkten her, ja. Aber im Endeffekt hat der Corsa trotzdem gewonnen. Wobei wir, glaube ich, im Endeffekt sagen können, der Clio ist das Auto, was ich besser fahren muss. Extra Punkt, der Clio sieht besser aus. Extra Punkt, der Clio ist ein Clio und kein Corsa. Extra Punkt. Das ist ein extra Punkt, ey. Wie bei Top Gear, ne? Bei diesen Standards, mit den Punkten. So, minus 300 Punkte für den und den. Ich hab komischerweise gewonnen. Okay. Das kann ich auch. Im Rückwärtsgang. Du kannst den Vorwärtsgang. Gut. Wunderbar. Damit bin ich so, dann die schon wieder. Danke, dass du das fürs Mitmachen natürlich. Okay, er ist schon wieder AFK. Alles bei ihm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!